Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Hexenkönigin. Und wir sind wieder zurück. Wir müssen jetzt die letzte Chance machen, also vielleicht unsere letzte Mission, keine Ahnung. Kann es ja gar nicht sein. 14. Letzte Chance, vielleicht die letzte Chance, einen Hinweis zu bekommen. Vielleicht das ist gemeint. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Wollte übrigens mal meine Sammlung an legendären Bruchstücken sehen. 1147. Jetzt kommt bestimmt mal irgendwelche besser. Ich habe schon über 10.000. Oder mit den Verbesserungskernen. Ich habe schon 300.000. Ja, das interessiert mich nicht. Ich wollte jetzt auch mal angeben. Okay, genug davon. So. Oh, die Mission kenne ich tatsächlich schon ein bisschen. Weil es gab mal so eine Einführungsmission. Ich glaube, die kann man hier noch auswählen. Wenn man hier bei Zeitachse geht. Genau, dann gibt es halt hier strahlende Schar. Und genau diese Mission kam da. Nein, nicht. Krieg noch hoch. Das hasse ich immer, Warlock. Schweben klappt manchmal und klappt aber auch manchmal nicht. Alright. Next up, the last chance. Vielleicht ist es auch die vorletzte. Man weiß. Eris, wir sind in Position. Wohin gehen wir? Dein Zielort liegt tief im Inneren der Festung, Hüter. Im Apothekertrakt. Dort solltest du einen besonderen Kristallsplitter finden. Vor ihrer strahlenden Verwandlung befand sich Savathun in der Obhut der Erwachten, sicher eingesperrt in einer kristallinen Zelle. Zumindest schien es so. Also ist dieser Kristall ein Stück ihres ehemaligen Gefängnisses. Was bedeutet, dass sie ihn wahrscheinlich bei sich hatte, als sie das Licht gestohlen hat? Das heißt, wir besuchen ihr Gefängnis. Savathuns Hallen sind genauso verschlungen und trügerisch wie ihr Geist. Um voranzukommen, müsst ihr die eher abwegigen Pfade suchen. Ich verstehe gar nichts mehr. Irgendwie so ein Gefängnis. Und da hatte sie so ein Kristall. Was weiß ich? I don't know, but I don't care. Ich will eigentlich nur noch, dass wir Savathun töten. Ja, geil. Jetzt ist der Typ da runtergefallen. Und er hat das Schwert. Was soll ich denn jetzt machen? Aerys sagte, wir müssen die eher abwegigen Pfade suchen. Ja, was kann ich denn dafür, wenn der da runtergefallen ist? Ja, geil, jetzt sag jetzt nicht, die Mission ist verbaut. Nein, es baut nach. Zum Glück. Weil, wenn nicht das gewesen wäre, dann hätte ich euch echt auf die Fresse gehauen und Anzeige erstattet und gleich verhaftet. Nein, Spaß. Gleich mal komplett übertreiben. Der Hüter ist jetzt auf dem Weg zum fraglichen Objekt, Commander. Gut. Bist du sicher, dass wir so die Antworten bekommen, die wir brauchen? Wir können uns keine weitere Sackgasse leisten. Die Königin des Riffs gibt Informationen nicht so leichtfertig weiter. Mara Sorf hat dir den Tipp gegeben. Das hattest du bisher nicht erwähnt. Doch, gegenüber Ikora. Kurz bevor du uns unterbrochen hast. Sie stimmte zu, dass es in dieser Angelegenheit keine zuverlässigere Quelle gibt als Savathuns einstige Bezwingerin. Ich vertraue Mara, aber sie lässt sich zu selten in die Karten schauen. Hätte sie uns das früher mitgeteilt, wären wir jetzt nicht so verzweifelt. Um gegen die Schargöttin der Lügen und Tricks zu gewinnen, ist es am besten, die Karten nicht zu früh auf den Tisch zu legen. Warum können wir nicht einfach mehr anrufen und fragen? Ich wette, dieses Scharschwert wird genauso nützlich sein wie das letzte. Jetzt müssen wir nur noch ein Schloss finden, das wir aufbrechen können. Reicht das schon? Die Hexenkönigin mag ihr Reich in einen strahlenden Glanz gehüllt haben, aber darunter lauern immer noch Überreste einer dunklen Architektur. Und die neue Fähigkeit des Hüters enthüllt diese verborgenen Überreste. Ja, Ikora hat es mir erklärt.
Warum können wir nicht einfach das Licht dafür nutzen? Das Licht mag eine mächtige Kraft sein, aber wenn es um Illusionen geht, hat es sich als unzureichend erwiesen. Es ist der Verstand, der sich beugen muss, um die hier verborgenen Wahrheiten zu erkennen. Darum kann nur die Dunkelheit den Weg weisen. Meine einzige Furcht ist, wohin uns dieser Weg am Ende führen wird. Warum glaubt Zavala ständig, dass Dunkelheit uns direkt in unserem bösen Licht führt? Ich meine, Dunkelheit kann ja nicht schlimm sein, wenn man was Gutes damit macht. Ja, es gibt ja Leute, die die Dunkelheit falsch benutzen. Aber wenn man sie richtig benutzt, dann ist man auch nicht böse. Nur weil sie Dunkelheit heißt, heißt es nicht, dass es gleich eine schlimme Macht ist. Meine Eramis hat zwar die Dunkelheit benutzt, aber guck mal, wäre sie halt eine gute Gefallene, dann hätte sie die Dunkelheit besser benutzt. Nicht fürs Böse. Aber gut. Regen wir uns darüber jetzt nicht auf. Okay, hallo, tschüss. Was kaputt machen, oder? Fertig. Wie schnell das ging. Wir rasen hier durch. Wie in Formel 1 waren. Nö, nö, nö. Und alle weg hier. Jawohl. Rennsieger. Oh Mann. Der da vorne ist ein Bossi. Und der Bossi ist weg. Oh, ich hab verfehlt. Aber jetzt ist der Bossi weg. Bam. Einfach durchgerast. Ah, Rang 20. Du konntest deine Gabe, die dir von der Schwarzen Flotte verliehen wurde, gut weiterentwickeln, Hüter. Verstehst du jetzt, Commander, warum Ikora diese Entscheidung getroffen hat? Trotz all ihrer Zweifel wusste sie, dass nur die Dunkelheit, kanalisiert durch einen starken Willen, uns so weit bringen konnte. Ich verstehe. Mir geht es nicht um die Entscheidung, die Ikora getroffen hat, sondern um die Tatsache, dass sie allein getroffen hat. Wir wissen, wie Savathun vorgeht. Sie trennt Leute ganz bewusst voneinander. Es gibt keinen Grund, ihr die Arbeit zu erleichtern. Und, Aris, ich glaube, du weißt am allerbesten, dass die Dunkelheit kein Weg ist, den man allein beschreiten sollte. Sie war nicht allein. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das stimmt tatsächlich. Es war eigentlich voll dumm von Ikora, das alles ohne der Hilfe der Vorhut zu machen. Sie hatte zwar Aris, aber Aris... Ja gut, Aris macht ja nicht viel. Und ja, ich zähle mich jetzt nicht dazu, weil der Hüter, der sagt ja nichts, der macht ja nicht wirklich was. Er tut eigentlich nur die Drecksarbeit. Aber sagen tun wir nicht wirklich was. Oder entscheiden ganz und gar nicht was. Schon ziemlich enttäuschend. Macht euch ab hier. Oh, schnell raus hier. Warte, warte, lass mich nachladen. So, und jetzt direkt auf die andere Seite. Ich glaube, im Legendary Motor will ich gar nicht wissen, was hier alles vorkommt. Da bist du voll gespammt mit Gegnern wahrscheinlich. Nee, nee. Da weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Ach, scheiße, jetzt habe ich gedacht, da wäre die Kacke. Und ist ein Bossi. Da war ein Boss. Jetzt habe ich wieder verfehlt. Meine Fresse. So, muss ich nicht hier ihren Geist töten? Okay.
war keine Geisthexe. Sie war nicht geistlich anwesend. Ha! Das ist eindeutig der Apothekertrakt. Irgendwie fühlt es sich hier drinnen noch gruseliger an. Natürlich. Ihr betretet unbefugt das Testgelände für die schlimmsten Experimente der strahlenden Schar. Deswegen wahrscheinlich auch Apotheken. Wenn Mittel genommen, dann für die Schar eingesetzt. Gibt's auch Ibuprofen? Servatun hat wahrscheinlich eine ihrer Hexen aus dem Hohen Rat damit beauftragt, diesen Ort zu bewachen. Findet sie. Der Kristall wird sicher in der Nähe sein. Na, wo ist denn jetzt der Kristall? Okay, ich glaube, das ist er. Ja. Ja, korrekt doch. Stimmt, ich kann auch rechts drücken. Das ist vielleicht besser so. So, ist jetzt hier mal genug. Will ich hier wirklich drauflatschen? Oh, es klappt. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen für einen Kristall. Nur reihenweise Gläser gefüllt mit... Ist das Licht? Aber es ist irgendwie verunreinigt. Savatun hat ihre Hexen immer dazu ermutigt, die Grenzen der Schar-Magie zu erweitern. Das scheint sich mit dem Licht nicht geändert zu haben. Vielleicht ein Beweis dafür, dass Korruption weit weniger mit Macht zu tun hat, als mit der Person, die sie kanalisiert. Oder die Macht hat dauerhafte Nebenwirkungen. Die Dunkelheit verwandelte Savatun und ihre Artgenossen von Beute in Raubtiere. Nicht die Dunkelheit selbst, sondern ein Wesen dahinter hat die Schar korrumpiert und von einem ewigen Blutzehend abhängig gemacht. Ihr Schicksal ist nicht unabwendbar. Sicher können manche mit der Dunkelheit diszipliniert umgehen. Aber diejenigen, die das nicht können, sie sind nicht die einzigen, die den Preis dafür zahlen müssen. Also hat sie das Licht korrumpiert, wenn ich es noch verstehe. Denn hier ist es echt schwer zuzuhören. Das ist sehr schwerer zu verstehen als Physik. Und Physik ist schon sehr schwer. Also für mich gibt es natürlich Leute, die Physik als das einfachste Fach der Welt finden. Aber ich bin eher nicht so der Typ, der sagt, dass es einfach ist. Okay, aber letzte Note war 3. Okay, hier will ich gar nicht sein, denn hier sind viel zu viele Spinnenweben. Dies ist ein in sich verkehrtes Reich. Erforscht alle Richtungen. Vor allem die, die ihr am wenigsten vermutet. Vermute jetzt bestimmt ein Boss. Sieht aus, als würden wir etwas stören. Aber wo ist die Hexe, die das alles beaufsichtigt? Wahrscheinlich stören wir gerade Savatun. Bei ihrer Mahlzeit. Ich glaube, wir wissen jetzt, wer hier die Verantwortung trägt. Gut, dann sorgt dafür, dass man euch den Fundort des Kristalls verrät. Savatuns rechte Hand. Hinterher. Sie schließen die Reihen um den Kristall. Ja, war da ganz ruhig. Aber wie geil ist das denn? Sie hat eine rechte Hand. War ich jetzt nicht absetzen sollen. Meine Güte, ganz ruhig. Der Omigo hat doch letztens so rumgeschrieben. Ist das ihre Schwester? Also ich will keine Schar-Hexe sein. Wäre ja stressig. Und ich wäre hässlich.
ist der Kristallhüter. Zeit, das zu Ende zu bringen. Alles gut. Haben wir. Gut. Und bitte noch den Kristall. Dankeschön. Hingabe führt zu Mut. Mut zu Aufopferung. Und Aufopferung. Gut, den Satz kennen wir schon. Das war ganz sicher Savatun. Aber was soll das bedeuten? Das ist der Beweis, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Ikoras Instinkt war also doch richtig. In der Tat. Aber wir haben unsere Antwort noch nicht. Geh und schalte die Erinnerung frei, Hüter. Mal sehen, ob wir das Rätsel damit lösen können. Das heißt, wir zurück zur Altäre. Oder? Yep. Gut, dann bis gleich, wenn ich dort bin. So, mal gucken, ob wir diesmal rein dürfen. Und auf den Altar zugreifen. Ja! Wir dürfen rein. Ich habe ein paar von Ikoras Notizen über die Dunkelheit und das Licht gelesen, Hüter. Sie denkt, die Dunkelheit ist eng mit Erinnerung verbunden. Du hast mit einer Kraft der Dunkelheit auf diesen Ort zugegriffen. Was genau haben wir hier angezapft? Was ist überhaupt das Originale? Ah, das war richtig, okay. Kein weiteres. Alles sind doch. Nein, Quatsch. Das ist. Hä? Okay, das ist doch auch richtig. Was könnte es jetzt noch sein? Nee, ich kapier's ja nicht mal. So, jetzt. Was ist das hier? Ja, jetzt. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Das A bewegt sich weiter. Okay, oh nein. Jetzt geht's weiter. Keine Ahnung, das hier. Das war falsch. Ich wollte auch nicht aufhören, damit zu schießen. Okay, das war richtig. Und da. Nee. Ich rate jetzt einfach. So. War es auch nicht. Vielleicht. Nö. Doch nur die zwei. Da gibt es hier vorne auch noch eins. Hier hinten gibt es noch welche. Das hier? Ne. Tata? Mama, was ist denn hier richtig? Hier. Nö, okay, die Reihe ist halt auch nicht. Das hier. Oh, Digga, immer falsch. Jawohl. Okay, das A muss ich jetzt wahrscheinlich weiter bewegen. In der dritten Position. Das ist eigentlich sich drehen. Gibt's nicht. Nee, Quatsch, nicht das A.
Teil. Ich hab dumm. Ich verstehe halt wirklich nicht dieses Rätsel. Mann! Ich bin mich so beschissen. Wahrscheinlich ist es super easy und jeder 10-Jährige hat sich schon. Hat schon geschafft. Er erfordert, dass du eine Runeslet findest, dass sich den anderen abhebt. Ach, von den anderen abhebt. A-A-T-A-T. Ja, das hier. Es hat sich doch abgehebt. Was heißt denn besonders abgehebt? Ich verstehe echt gar nichts mehr. Mann, was ist denn hier noch richtig oder falsch? Also jetzt werde ich langsam echt wütend. Ich hab doch hier alles schon. Hä? Nee, ich versteh's nicht mehr. Mann, treff doch bitte einfach. Was soll ich denn da abgehoben sein? Hä? Wofür jede Rune in einem Set auf Besonderheit? Ja, was soll denn besonders sein? Hä? Ja, das sind 2 T's und 3 A's. Okay, die habe ich alle schon. Habe ich das hier schon? Ja, habe ich auch schon. Digga, ich verstehe es nicht mehr. Da muss doch eins von hier sein. Gibt keins mehr ab. Bei mir sind die alle gleich. Was soll ich denn jetzt machen? Hier und diese Muster. Sind auch alle gleich. Gleich. Hier gibt's keine. Gut, hier haben wir schon eins. Hier drüben sind auch noch welche. Da, das sieht sich glaube ich. Ja, tatsächlich. Ach, so einfach war's, Digga. Es kann doch nicht wahr sein. Dafür habe ich jetzt so viel Zeit vergeudet. Ach, Digga. So, jetzt soll ich nur die Gegner wegballern. Komm, hoch mit dir. Ich renne jetzt einfach. Macht euch ab dort. Wie konnte ich jetzt nicht treffen, die Granate? Ich wäsche euch alle aus mit der Dorn. Jawohl. Puh, das ging schnell. Gott. Jetzt habe ich mal Bock, endlich meine Erinnerungen wieder zu sehen. Cutscene. Ich sah das Ende, bevor es geschah.
meinen eigenen Tod. Verursacht durch die Trennung von meiner Macht. Und in diesen letzten Momenten blicke ich zum Himmel. Hallo, alter Freund. Ich habe dich lange Zeit gejagt. Zuerst als Feindin, dann als Sammlerin und letztendlich nun als Bittstellerin. Wie heißt es bei den Hütern? Hingabe führt zu Mut. Mut führt zu Aufopferung. Und Aufopferung... Hier sind wir nun. Wäre es nicht schlau, wenn du mich nach allem einfach sterben ließest? Oh, wie raffiniert, elegant. Wenn es eine Antwort gibt, höre ich sie nicht. Denn jetzt beginnt die Welt zu verblassen. Das heißt, sie hat sich geopfert, damit der Reisende ihr das Licht gibt. Unglaublich, dass ich so etwas vergessen konnte, oder? So bewegtes Leben, ausgelöscht. Das Licht bietet einen Neuanfang. Aber wenn wir unseren Ursprung nicht kennen, wie sollen wir dann ein Ziel finden? Danke, dass ihr mich wieder erinnert und meine Geschichte erzählt habt. Moment. Wovon redet sie da? Wir haben ihr geholfen, sich zu erinnern. Danke für die Erinnerungen, Hüter. Wir müssen weg. Crazy shit happens there. Fuck! Wir haben sie geholfen, sich wieder zu erinnern. Nee. Ach stimmt, weil sie ja, wenn man wieder vom Licht auserwählt wurde, verliert man ja alle seine Erinnerungen. Shit happens. Gut. Ich wusste, dass sie Cora nichts damit zu ja, tun hat. Ja, aber dann würde ich erstmal hier sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Aber die Wahrheit ist, wieder haut rein. So ciao, ciao. Schlimm.